Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal seit längerer Zeit mal wieder eine Programmvorstellung und die passt eigentlich gerade perfekt zur aktuell laufenden NAS-Tutorial-Serie. Funktioniert aber auch ohne NAS, also nicht abgeschreckt sein. Und passt natürlich auch super zu meinem Kanal, da ich bisher ja nur Software vorgestellt habe, die ja im Prinzip kostenlos ist. Diesmal geht es um eine Backup-Lösung, eine meiner Meinung nach sehr guten Backup-Lösung, die ich euch gerne mal vorstellen wollte. Dabei geht es hier um das Produkt Veeam, welches sich jeder komplett kostenlos ziehen kann. Es geht darum, dass man hier verschiedene Stände, Backup-Stände machen kann, die wir ohne Probleme jederzeit erstellen können. Und das werde ich euch jetzt im Laufe des Tutorials genauer zeigen. Wichtig für euch ist, ihr braucht einen Veeam-Account, den könnt ihr euch kostenlos erstellen. Ihr könnt die Software dann darüber herunterladen. Bisher habe ich jetzt nicht wirklich viel Spam bekommen. Ich habe die Software jetzt erst seit einer Woche im Einsatz, bin bisher total begeistert. Sollte sich das ändern, werde ich hier ein Update-Video zu machen. Ich wollte jetzt nicht länger warten, bis ich euch dieses Produkt vorstelle, das halt einfach gerade perfekt zur NAS-Serie passt. Für euch ist einfach wichtig, ihr erstellt euch den Account, ladet euch die Veeam Setup-Exe herunter für Windows. Den Link packe ich euch natürlich wieder in die Videobeschreibung und dann könnt ihr auch schon mit dem Installieren beginnen. Ich habe das hier bereits vorbereitet, auch gleich schon direkt einen Ordner unter C erstellt, mit dem wir nachher ein bisschen experimentieren werden, da wir ja verschiedene Stände sogar mit Veeam anlegen können, also Backup-Stände. Wir haben nicht nur ein komplettes Backup von unserer Software, sondern wir haben unterschiedliche Zeitstände. Also sollte uns eine Datei verloren gehen, können wir die zu einem unterschiedlichen Stand wiederherstellen, je nachdem, wann das Backup gefahren worden ist. Aber das schauen wir uns dann nachher genauer an. Wenn ihr euch angemeldet habt und die Veeam-Exe heruntergeladen habt, kriegt ihr hier den Veeam Agent Windows als ZIP-Datei. Den müsst ihr eigentlich nicht mal entpacken. Ihr könnt den ab Windows 7 auch direkt öffnen und die Exe ausführen. Das dauert dann ganz kurz und dann installieren wir Veeam direkt auf unseren Rechner. So, das hat ein bisschen gedauert, weil er die im Hintergrund entpackt, also im Prinzip sparen wir uns nichts, außer dass wir die Datei nachher, also dass Windows die Datei nachher direkt verschmeißt. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen dauert. Bei mir hat das jetzt auch knapp eine Minute gedauert, bis er überhaupt den Installer startet. Liegt aber auch unter anderem daran, dass ich hier in einer virtuellen Umgebung arbeite und daher auch nicht die Top-Ressourcen gerade zur Verfügung stelle für meine Maschine. So, nun akzeptieren wir die Lizenzbedingungen, die wir selbstverständlich lesen. Und jetzt startet auch schon die Installation. Die Einrichtung der Backups erfolgt erst im Nachhinein. Es folgen aber noch kurze Schritte, die noch zuvor durchgeführt werden können, wenn man möchte. Da gehe ich aber gleich drauf ein, sobald es soweit ist. Solange warten wir mal, bis die Installation durchgelaufen ist. So, nun werden wir nach der Installation gefragt, ob wir jetzt gleich eine Sicherung einrichten wollen, beziehungsweise ob wir auf ein USB-Device sichern möchten. Grundsätzlich gilt von mir die Empfehlung, das eher nicht zu tun. Es liegt eben einfach daran, dass man sowas wie einen Krypto-Trojaner nicht damit abfangen kann. Alles, auf was euer Rechner direkt Zugriff hat, kann verschlüsselt werden und wird im Normalfall auch direkt verschlüsselt. Von dem her ist das jetzt nicht gerade die empfehlenswerteste Variante. Wer allerdings überhaupt mal eine Sicherung haben möchte, falls mal irgendwas schief gehen sollte, ist das natürlich besser als gar keine Sicherung. Daher könnt ihr euch auch einfach eine USB-Festplatte schnappen, eine externe. Interne weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob er das unterstützt. Das habe ich noch nicht getestet. Externe definitiv, interne bin mir unsicher. Von dem her könnt ihr euch natürlich eine externe Festplatte schnappen. Wenn ihr aber eine NAS habt und die genügend Speicherplatz hat, dann solltet ihr lieber über einen Netzwerkshare arbeiten. Gut,
Ich sage, ich skippe das, er erkennt auch nichts, dass ich irgendwas USB-technisch angeschlossen hätte. Und jetzt kommt eine Empfehlung von Veeam. Da geht es darum, falls euer Rechner mal komplett im Eimer sein sollte, also gar nicht mehr bootet, dann kommt ihr natürlich auch nicht mehr an diesen Veeam Agent ran, um irgendwas wiederherzustellen. Das ist fatal und von dem her wird empfohlen, dass man hier ein sogenanntes Recovery Medium erstellt. Das ist im Prinzip eine ISO-Datei mit einem Minimalbetriebssystem, was diesen Veeam Agent mit hochbringt, um zum Beispiel von einer Festplatte oder von einer NAS die Daten wiederherzustellen. Ich würde es eigentlich ungern machen, ich würde es aber trotzdem kurz mal mit euch durchgucken, weil ich brauche dieses Medium nicht, da das hier für mich eine Testumgebung ist von meinem echten Rechner. Da habe ich die ISO direkt erstellt, die habe ich auch gleich mit in meinen Backup-Share gepackt. So, warten wir kurz drauf, bis dieser Agent startet. So, damit ihr auch mal gesehen habt, was das ist, zeige ich euch das einfach mal. Hier haben wir die Möglichkeit zu sagen, dass er meine Netzwerkeinstellungen übernimmt. Das macht im Normalfall bei jemandem Sinn. Ich habe das bei mir aber zum Beispiel rausgenommen, da ich über einen VPN-Zugang ins Netzwerk gehe und der erst beim Login initialisiert wird. Das heißt, meine Netzwerkeinstellungen werden komplett geändert. Daher habe ich das bei mir abgeschalten. Beim normalen User ist das aber definitiv die bessere Variante. Dann, was ich jetzt nicht schlecht finde, ist, dass die Treiber des PCs noch mit integriert werden in diese ISO. Ist eigentlich empfehlenswert, weil es kann natürlich sein, dass ihr wunderbar diese ISO habt, aber dann habt ihr keine Netzwerktreiber, weil eure Netzwerkkarte zu proprietär ist und einfach vom Standardbetriebssystem nicht unterstützt wird. Dann bringt euch das halt nicht viel, wenn ihr dann auf eine NAS zugreifen wollt ohne den Netzwerktreiber. Von dem her ist das eigentlich auch empfehlenswert. Und man könnte noch zusätzlich weitere Treiber mit einbinden, falls man weiß, ja, ich habe da irgendeine spezielle Platte, die wird sonst nicht angesprochen. Dann ist das natürlich sinnvoll, die noch mit zu integrieren. Im Normalfall wird das aber nicht benötigt. Von dem her können wir bei diesen Einstellungen bleiben. Ich nehme jetzt hier bei mir noch die Netzwerkeinstellungen raus, einfach um das mal ein bisschen schneller zu machen, genauso wie die Treiber. Ihr lässt die am besten drin. So, gehen wir weiter. Dann fragt er mich nach, wo er das ISO-File denn hinlegen soll. Man kann es natürlich auch einfach auf den Rechner packen. Werde ich jetzt auch machen. Vielleicht nicht Documents, sondern... Schmeißen wir es nach E. Dann gehen wir weiter. Und dann können wir das auch schon erstellen. So, nach einer ganzen Weile hat er es jetzt fertig. Das ging auf meiner Rennsemmel definitiv ein bisschen schneller als auf der virtuellen Maschine. Die ISO kann dann entweder auf einen USB-Stick bootbar gemacht werden oder halt wie gewohnt auf eine CD gebrannt werden oder DVD, je nachdem wie groß jetzt die Datei ist. Können wir gerade mal schnell gucken. Die Datei ist 381 MB groß. Von dem her könnt ihr dann gucken, wo ihr sie draufpackt. Ich würde nach Möglichkeit immer schauen, dass man das per USB-Boot macht. Einfach um die Datenträger nicht zu verschmeißen. Die sind ja ein bisschen schade drum. Wobei natürlich so eine Recovery-Disk mehr Sinn macht, wenn man sie irgendwo auf Seite legt, damit man sie mal hat, wenn man sie braucht. Okay, gut. Wir haben jetzt Veeam installiert. Das sehen wir nämlich, indem wir uns mal das Icon hier unten reinholen. Und wir können uns auch Veeam hier drüber direkt holen. Ich werde jetzt hier direkt gefragt, ob ich im kostenlosen Modus bleiben möchte oder eine Lizenzdatei einspielen möchte. Wir sagen, wir wollen keine Lizenzdatei einfügen, wir bleiben im kostenlosen Modus. Wir könnten jetzt unser Backup konfigurieren, werden wir aber nicht sofort machen, sondern wir werden jetzt noch eine Anpassung an unserer NAS machen. Das ist jetzt im Prinzip eine Ergänzung für alle Leute, die dieses Open Media Vault Tutorial mitmachen. Das können wir machen, indem wir uns wieder auf unsere Open Media Vault verbinden. Wir nehmen den Admin und das Passwort. Und wenn man es richtig tippt, sollte man direkt drin sein. Perfekt. So, wir wollen nicht in die RAID-Verwaltung, sondern wir wollen, wo haben wir es denn? Freigegebene Ordner. Wir wollen ein weiteres Share machen.
weil wir haben ja gelernt, dass ein Krypto-Trojaner auf alles zugreift, auf das unser Rechner Zugriff hat. Das wollen wir aber nicht. Also ein Krypto-Trojaner wird seltenst hergehen und jetzt gucken, welche Backup-Software man im Einsatz hat. Da allgemein schon nicht gerade den Großteil der Menschen ein Backup auf ihrem Rechner laufen haben und dann dort raus die Zugangsdaten für das separate Share raussuchen. Nee, er wird einfach gucken, welche Netzlaufwerke hängen dran und die wird er angreifen. Das heißt, wir bräuchten theoretisch nicht mal einen separaten User. Ich würde es aber empfehlen, das über einen separaten User zu regeln. Von dem her fangen wir doch mit dem User kurz an, legen den an, hinzufügen, nennen den Backup und der kriegt das Passwort auch Test123. Es geht einfach nur darum, dass es nicht der gleiche User ist. Den speichern wir. Ui, den will er nicht. Test123. Taste geschluckt. Jetzt. Okay. Okay, es gibt bereits einen User Backup. In dem Fall nennen wir den nicht so, sondern wir nennen den Queen. Und dann geht es auch. So, der User wird jetzt angelegt. Der ist einfach nur in der ganz normalen Users-Gruppe. Den Rest definieren wir unter den freigegebenen Ordnern. Und zwar nennen wir das, das sollten wir jetzt aber Backup nennen können. Das kommt auf unsere ganz normale Share. Pfad lassen wir so. Rechte machen wir wirklich nur wieder. Lesen, schreiben für Administrator und Benutzer, ansonsten niemand. Und dann speichern wir das. Jetzt gibt es hier unser Share Backup. Das müssen wir noch in SMB einbinden, damit wir auch darauf zugreifen können. Das hätten wir auch hier drüber anlegen können, fällt mir ein, über das Plus. Vergesse ich nur jedes Mal. Und dann wählen wir uns hier das Backup aus. Und das war's eigentlich. Papierkorb bloß nicht aktivieren, weil sonst werden ja sämtliche Änderungen erstmal in den Papierkorb verschoben, statt direkt gelöscht zu werden. Ja, ansonsten passt das alles soweit. Speichern wir das. Jetzt gibt's einen Backup, ein Backup-Share. Gut, nun wären wir soweit, nachdem wir noch auf Anwenden geklickt haben, dass wir auf unserem Weem Windows Client jetzt diesen Backup-Job einrichten können. So, sobald unsere NAS soweit ist. Ansonsten für die Leute, die über eine USB-Share arbeiten wollen, die stecken das jetzt einfach direkt an. Und nach Möglichkeit 3.0, ansonsten hat man da keine Freude dran, je nachdem wie groß der Rechner ist. Gut, wir klicken hier hinten auf Configure Backup. Wir können auch nur einen Backup-Job anlegen, das ist halt die kostenlose Variante, im Normalfall reicht das aus. Jetzt haben wir hier drei Möglichkeiten auszuwählen. Wir können sagen, wir wollen einzelne Files sichern. Es wird explizit auch schon darauf hingewiesen, dass das jetzt nicht die geschickteste Variante ist, da man, also damit ist Weem ineffizienter, da es wirklich die Dateien einzeln anpacken muss. Wir gucken es uns trotzdem kurz an. Und daher könnte ich jetzt auch direkt sagen, ich möchte jetzt nur hier den Unterordner sichern. Oder ja, wie auch immer. Ich kann das anpacken, wie ich möchte. Ich kann auch sagen, nimm nur das Betriebssystem, nimm meine persönlichen Files, also die Bibliotheken und was noch dahinter steckt. Ich kann aber auch wirklich auf File-Ebene zurückgehen. Dementsprechend ist es aber auch um einiges langsamer, da er wirklich diese Dateien einzeln anpacken muss und die nicht massenhaft über andere Sicherungsmethoden sichern kann. Dann gäbe es noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur einzelne Festplatten sichern. Das sind die Volumes. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ich habe hier auf meiner virtuellen Platte auf meiner virtuellen Maschine habe ich separate Platten eingebunden, also virtuelle Festplatten. Im Normalfall bedeutet Volume, dass es eher das, die komplette Platte ist und nicht eine separate Partition. Hier werden mir aber natürlich auch gleich die Partitionsnamen angezeigt. Ich bin mir gerade unsicher, wie das aussieht, wenn ihr mehrere Partitionen auf einer Platte habt, ob die jetzt hintereinander aufgelistet werden oder ob ihr partitionsweise sichern könnt. Das müsstet ihr selber nachgucken, da ich sowas wie Partitionen eigentlich nicht mache. Das, was wir machen werden, ist den kompletten Rechner backuppen. Da geht es auch einfach darum, dass falls sich ein Virus zum Beispiel in den Master Boot Record schreibt und den Rechner daher nicht mehr bootbar macht,
dass wir das darüber auch ohne Probleme gelöst kriegen. Von dem her empfehlenswert, wenn ihr nicht unbedingt irgendwelche Daten ausklammern wollt, dann wählt den Entire Computer aus. Gut, jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, wohin wir speichern wollen. Das Was haben wir schon gelöst. Wir wollen alles speichern und zwar nach Shared Folder. Die Leute, die über eine USB-Platte darauf zugreifen, können Local Storage angeben. Jetzt hier können wir auch gerade mal schnell gucken. Ich könnte in dem Fall sogar lokal sichern, also ich könnte auch eine interne Platte nehmen, wie ich sehe. Aber USB-Stick macht mehr Sinn, den kann ich auch abziehen. Einfach, dass falls irgendwas sein soll, den ziehe ich mal schnell ab, dann kann auch nichts mehr drauf zugreifen. Eine interne Platte kann ich nicht eben mal abziehen. Gut, dann gibt es noch zwei weitere Varianten, die wahrscheinlich eher uninteressant sind. Der Wim Backup Repository ist jetzt eher für die Leute, die das Ding kommerziell auch eingesetzt haben. Das ist im Prinzip eine Serverlösung, wo ich das Ding hinsichere. Und ansonsten habe ich noch die Microsoft OneCloud, die aber wahrscheinlich bei den meisten Leuten eh zu klein ist, um den ganzen Rechner zu sichern. Und man hat ja auch eine NAS. Ich will es ja nicht übers Internet sichern, das dauert ja ewig. Geht zwar, macht aber nicht unbedingt Sinn. Von dem her sind eigentlich die oberen zwei Lösungen im Heimbereich die praktikabelsten. So, wir wählen Shared Folder aus, klicken den an und dann fragt er mich schon, wo möchte ich es hinsichern. In dem Fall klicke ich hier einfach auf Browse, das dauert ein bisschen, dann findet er auch meine Workgroup und da drin findet er auch meinen Allroyd XU4. Den wähle ich jetzt einfach aus. Mit dem Pfeilchen vorne und dann kriege ich die Meldung, mit welchen Anmeldedaten ich da rein möchte. Und jetzt ganz wichtig, nicht euren nehmen, sondern den Weem-User, den wir gerade eben angelegt haben. So, schon kann ich drauf zugreifen und sehe mein Backup-Verzeichnis. Da kann ich jetzt reingehen und sagen, da sollst du es hinsichern. Er hinterlegt in dem Moment auch die Anmelde-Credentials, auf die ich dann auch zugreifen kann. So, jetzt ist die Frage, wie viele Backups möchte ich denn aufheben? Das kann ich hier jetzt ziemlich fein justiert einstellen, wie ich es möchte. Und ich kann auch weitere Einstellungen treffen. Ich lasse jetzt mal den Standard, also 2 Wochen, wenn ich tägliche Sicherungen fahre. Und jetzt könnte ich ihm auch sagen, wann ich Vollsicherungen haben möchte. Okay, jetzt holen wir ein bisschen aus, weil es geht hier um Sicherungskonzepte. Ich versuche es mal so einfach wie möglich zu halten. Es wäre fatal, wenn ich jetzt hier 14 Sicherungen habe und die alle so groß sind wie mein Rechner. Angenommen, ich habe einen Rechner mit 1 TB, ist schon mittlerweile gar nicht mehr praktikabel, sondern die meisten haben eher mehr Speicher. Aber angenommen, wir haben einen Rechner mit 1 TB und ich habe 14 Sicherungen, dann habe ich 14 TB, die ich irgendwo zwischenspeichern müsste. Das ist ein bisschen ungeschickt. Daher geht Weem die Lösung so an, indem sie sogenannte inkrementelle Backups fahren. Es gibt noch sowas wie differenziell, das möchte ich hier jetzt aber gar nicht anpacken und anschneiden, sondern wir gehen jetzt nur auf die inkrementelle Lösung, die auch Weem fährt. Inkrementell bedeutet, ich habe eine Vollsicherung, also die ist dann auch wirklich so groß wie die Datenmenge, die auf meinem Rechner liegt, also zum Beispiel diese 1 TB, wo wir gerechnet haben. Und die inkrementellen Sicherungen, die sind nur so groß wie die Änderungen, die seit der letzten Sicherung vonstatten gegangen sind. Das heißt, angenommen, ich habe heute eine Vollsicherung gemacht und habe dann eine Datei nicht gelöscht, sondern eingelegt mit 1 GB, dann ist meine nächste Sicherung nicht mein 1 TB und 1 GB groß, sondern die ist nur noch 1 GB groß. Wichtig dabei zu beachten ist aber natürlich auch, wenn ich Dateien in der Gegend rumschiebe, dann werden die nicht unbedingt erkannt und mit reingerechnet. Also es kann sein, dass euer Backup nachher ein bisschen größer ist als Daten, die ihr zusätzlich hinzugefügt habt. So, wir können aber noch zusätzlich sagen, macht zwischendrin mal wieder ein Voll-Backup, weil wichtig zu wissen ist bei inkrementell, ich brauche sämtliche Backups, die angelegt worden sind, um eine Datei wiederherzustellen. Das heißt, angenommen, ich habe jetzt eine Woche lang Backups gemacht, dann brauche ich alle Backups, die zu diesem Zeitpunkt erstellt worden sind, um mir die Dateien wiederherstellen zu können. Also die Vollsicherung und alle Änderungs-Snapshots, Backups.
Von dem her ist es manchmal sinnvoll, wieder ein Vollbackup zu fahren, um einfach diese Kette zu verringern, damit auch keine Fehler auftreten oder weniger Fehler und dass auch im Prinzip die alten Snapshots gelöscht werden können, weil die Änderungen werden ja immer größer, immer mehr und die summieren sich halt auch. Von dem her ist es nicht schlecht, immer wieder mal ein Vollbackup zu fahren. Das kann man hier rein definieren. Dann gibt es noch weitere Optionen, wo ich auch definitiv darauf empfehlen würde, sich das mal anzugucken. Hier gibt es die Möglichkeit, das Backup zu komprimieren. Hier würde ich aber nicht übertreiben, also bloß nicht komplett das Ding rüberjagen. Das macht auch nicht unbedingt viel Sinn, aber auch nicht auf extrem stellen, weil der Effizienzgrad vom Zippen ist jetzt nicht unbedingt der höchste, wenn ich das Ding auf extrem stelle. Das heißt, das ist keine lineare Gleichung, dass optimal 50% ist und bei extrem habe ich 100%, sondern es steigt nur sehr marginal an. Also ich würde es empfehlen, wirklich auf den empfohlenen Wert zu lassen, also auf optimal Mittelwert. Was ich allerdings anpacken würde, ist hier Storage Optimization und zwar nicht auf Local Target, außer ihr habt eine USB-Platte, sondern für die Leute, die sagen, ich habe eine ganz normale NAS, dann auf LAN stellen. Dadurch passt er seine Einstellungen ein bisschen mehr an. Und für Leute, die auf ganz nummersicher gehen wollen, weil sie mehrere Backups da drin liegen haben und einfach möchten, dass niemand auf die Daten zugreift, die können noch ein Verschlüsselungspasswort hier hinterlegen. Das habe ich jetzt bei meinem richtigen Rechner gemacht. Bei dem Rechner hier mache ich das jetzt aber nicht. Gut, dann sind wir hier eigentlich durch und können hier auch weitergehen. Jetzt können wir sagen, wann wollen wir sichern. Also wir müssen nicht täglich sichern, wir können auch einmal die Woche oder an den Tagen, die ich dann noch hinterlegen kann, also hier. Also ich kann meine Zeitplanung selber machen, wie ich möchte. Von Week habe ich das nicht, okay. Einfach sein können, dass der Button sich dann ändert. Und ich kann hier auch einstellen, dass er so einen Krusch macht, wie wenn mein BIOS das unterstützt und auch so eingestellt ist, dass er meinen Rechner zum Beispiel hier um die 0.30 Uhr hochfährt, die Sicherung fährt und dann kann ich auch sagen, was er danach machen soll. Da kann er auch runterfahren. Also wer das möchte, kann das anpacken, wie er möchte. Es ist ein nettes Feature, man muss aber selber wissen, ob man das möchte. Man kann auch den Haken hier rausnehmen. Das bedeutet, ich müsste manuell meine Sicherung anschucken. Wer das möchte, kann das auch machen. Genauso hat man hier unten auch noch einen Part, wo man noch ein paar genauere Einstellungen für besondere Zwecke haben kann, wenn man das möchte. Wir bleiben aber jetzt bei den Standardeinstellungen, klicken auf Bestätigen. Kriegen hier nochmal die Zusammenfassung, was wir eingestellt haben, klicken auf Finish und das war's. So, wichtig zu wissen ist jetzt, die erste Sicherung dauert verdammt lang, da ich ja jetzt im Prinzip die Vollsicherung fahren muss, also ein komplettes Abbild meines Rechners. Der ist jetzt zwar nicht riesig, der ist 100 Gig groß, dürfte aber auch nicht komplett voll sein, gucken wir uns das gerade nochmal schnell an. Ja, aber es wird ein bisschen dauern. Ich werde das jetzt mal anschauen. Das könnt ihr im Prinzip machen, indem ihr hier auf Backup Now klickt. Und dann wird er anfangen, seine Sicherung zu fahren. Das sind einzelne Steps. Man kann hier dazu, also nochmals gezeigt, man kann die Sicherung einfach anklicken und dann sieht man, bei was er gerade ist. Oben hat man die Zeit am Laufen und hier werden jetzt Step by Step die Funktionen aufgelistet, die er jetzt gerade durchführt. Und wenn man möchte, kann man das beobachten. Auf jeden Fall. Wichtig zu wissen, das dauert jetzt ein bisschen, bis er überhaupt mal die Sicherung hat. Ich würde mich daher jetzt erst wieder zurückmelden, sobald die Sicherung, die Grundsicherung durchgelaufen ist. Und dann schauen wir uns noch die weiteren Funktionen von Veeam an. In dem Fall, bis gleich. So, die Backup-Geschichte ist jetzt durchgelaufen. Man sieht auch hier oben, knapp eine halbe, also ein bisschen mehr als eine halbe Stunde hat es gedauert. Und ja, das ist jetzt im Prinzip unser erstes Full-Backup. Das können wir uns jetzt auch hier in der Übersicht anschauen, indem wir einfach hier wieder draufklicken. Man sieht auch, wie groß diese Backup-Geschichte ist. Man sieht auch, dass es komprimiert worden ist. Wir haben ja nur 35 Gig belegt, obwohl ich knapp 100 Gig voll habe. Was waren es? Ich bin jetzt gerade unsicher. Zumindest mal jetzt in die Richtung. Ja gut, aber auf jeden Fall mal mehr in Summe, als wir hier gebraucht haben. Und das ist schon mal recht gut. Und was wir jetzt auch noch machen werden, wir werden gleich noch ein zweites Backup hinterherfahren. Dazu gehen wir aber nochmal in den Temp-Ordner, wo ich gerade unterwegs war. Wo habe ich den? Da, Temp. Da
gehen wir rein und da lege ich jetzt mal noch eine Datei an, beziehungsweise ich mache eine Kopie von dieser Datei. Machen wir es doch so. Einfach damit wir ein bisschen Änderungen in dem ganzen Ding haben. Klar, es werden noch weitere Änderungen laufen. Im Hintergrund wird Windows auch Dateien verändern. Logdateien werden geschrieben und so weiter und so fort. Das heißt, es sind nicht die einzigen Änderungen, die wir hier gleich protokollieren werden. Aber wir werden uns das jetzt gleich mal genauer angucken, wie das hier mit diesen inkrementellen Backups abläuft. So, jetzt habe ich eine Veränderung gemacht. Ich habe im Prinzip die Datei kopiert. Die ist jetzt doppelt da. Jetzt kann ich nochmal sagen, Backup now. Oder halt warten bis 0.30 Uhr. Apropos, wir haben ja 0.30 Uhr eingestellt, aber auch gleichzeitig noch eingestellt, dass er, wenn 0.30 Uhr schon vorbei ist und noch kein Backup gelaufen ist, weil zum Beispiel die Maschine nicht an ist, dann wird er das Backup beim nächsten Start durchführen. Das heißt im Prinzip, sobald ich den Rechner dann an diesem Tag einschalte, fährt er dieses Backup. Gut, das lassen wir jetzt kurz laufen. Wir können auch hier wieder zugucken, indem wir hier draufklicken. Das wird jetzt ein paar Minütchen dauern, wird nicht ganz so lange dauern wie das Voll-Backup. Und dann schauen wir uns das nochmal genau an. So, nun ist auch das zweite Backup durch. Man sieht auch, dass es definitiv um einiges kürzer ging. Die Hauptgeschichte ist immer diese Snapshot-Erstellung und die Berechnung. Von dem her, das eigentliche Backup hier mit 52 Sekunden ja, könnte schneller sein. 1,6 Gigs wurden jetzt an Veränderungen gesichert. Genauso auch auf dem D-Laufwerk, obwohl wir da nichts angepackt haben, aber einfach das Betriebssystem ändert da halt auch noch Dinge und auch das Backup-System wird nicht hier keine Änderungen nicht vermerken können. Von dem her wird es immer ein bisschen ja, von den reellen Zahlen abweichen, aber uns geht es hier auch um die Backups. Von dem her, also die eigentliche Sicherungszeit, die würde hochgehen, wenn viele Änderungen geschehen. Die Snapshot-Zeit und ja, die Berechnung, die wird man nicht umgehen können. So, aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier zwei Snapshots oder zwei Sicherungen. Wir sehen auch, wie groß die jeweils sind. Hier mit 442 MB, das kommt fast hin. Wir haben ja hier knapp 300 MB kopiert. Und hier haben wir unsere Vollsicherung. Und jetzt angenommen, wir wollen... Ja, wir haben jetzt auszusehen, was gelöscht. Angenommen, ich habe meine Kopie gelöscht. Und ich will die jetzt wieder haben. Dann kann ich relativ simpel auf meine Backups zugreifen. Dazu wähle ich mir den jeweiligen Snapshot aus, von dem ich ausgehe, dass dort meine Daten noch da sind. Ich weiß ja, die habe ich erst kopiert, das heißt im Hauptsnapshot ist die nicht drin in der Vollsicherung, sondern erst in der zweiten Sicherung. Daher gehe ich da rein. Und hier unten habe ich zwei Möglichkeiten, entweder das komplette Volume wiederherstellen oder eine einzelne Datei. Das geht relativ simpel. Es dauert ein bisschen, da er jetzt auf die NAS zugreifen muss, die Snapshots zusammenfügen muss und dann das ganze Ding mounten muss. Aber im Normalfall muss man ja das auch nicht allzu oft machen. Das werden wir uns jetzt gleich angucken. Das dauert jetzt einen Moment. Okay, und schon sind wir im Prinzip in einer Explorer-Ansicht, ja, zumindest mal einer ähnlichen Ansicht. Aber man kann sich das ganze Ding auch wirklich im Explorer angucken, da das Ding gemountet wird. Und jetzt kann ich auf meine Daten zugreifen und kann unter Temp sehen, da gibt es noch die Kopie. Und die kann ich mir auch einfach wieder herstellen, indem ich jetzt diese Kopie nehme. Ja, nicht verschieben, sondern kopiere. Und schon habe ich mir die Dateien aus der Sicherung wieder hergestellt. Relativ simpel. Was wir uns jetzt auch noch angucken können, ist Folgendes. Wir holen uns jetzt noch den anderen Snapshot. Und dort wird man sehen, dass die Änderung nicht vorhanden ist, also dass diese doppelte Datei, diese Klon der Datei nicht mit drin ist, da wir den damals zu dem Voll-Snapshot nicht da hatten. Das heißt wirklich nur in diesem inkrementellen Sicherung, dort sind die Dateien angepasst. So, und wie wir sehen, gibt es hier auch nur eine einzelne Datei drin. Und wir können hier genauso drauf zugreifen. Okay. In dem Fall wären wir eigentlich damit durch. Damit müssten wir den Großteil der kompletten Software abgedeckt haben. Daher auch tut mir auch das ziemlich leid, dass das jetzt ein langes Tutorial geworden ist. Aber ab und zu muss das halt mal sein. Ich finde, Backups sind ein wichtiges Thema, sollte man nicht vernachlässigen. Erst recht, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, gerade wenn man den Speicherplatz zu Hause stehen hat. Und wenn die Software auch kostenlos ist, dann solltet ihr euch das definitiv zumindest mal überlegen,
ob das nicht was für euch wäre. In dem Fall, man sieht sich beim nächsten Video und bis dahin, ciao!